eine Seefahrt, die ist. Dazu jetzt können wir uns schon mal angucken, wie die Route hier verändert ist. Ja. Wow, sie kann aber echt gut manövrieren, so voll und alles durch. Meine! Und wie schafft sie es, dieses Schiff perfekt im 90-Grad-Winkel, um diese Steine durchzukriegen? Wie macht sie das? Das ist die Arena hier. Ich mag was hip toll. So, hast du schon mal was von Nothing Flowers? Das ist nicht so lustig wie Lecker PC. Lecker PC ist eine Anspielung auf ein LP, bei dem ich mal Gastkommentator war. Zweimal schon. Und nee, Nothing Flowers, nichts schlägt Nothing Flowers. Bist du ein Poketrainer? Ja. Ihr habt ein bisschen viele Kissen. Du brauchst mir nicht dein Zilfsgarf geben. Du kannst mir auch eines deiner 12 Kisten geben. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezielt. Ja, müsste es so sein. Ich will das aber doch nochmal ändern. Kann man hier. Man kann hier garantiert nur englische Wörter aussehen. Ja, toll. Deswegen brauchen wir das gar nicht zu probieren. Ich wollte eigentlich was Deutsches eingeben. Das geht ja nicht. Dummerweise. Das hier können wir uns jetzt auch sparen. Die sagen jetzt halt nur irgendwas zu Nothing Flowers immer. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Oder vielleicht doch. Vielleicht hat jemand ein Item für mich. Das weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal durch. Bla 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 bla. Nothing Flowers. Nothing Flowers. Das ist halt für die, die das nicht kennen. Es werden random zwei Wörter zusammengeschmissen aus solchen Interviewtexten. Also. Ja, es werden halt einfach zwei Wörter zusammengeworfen und das ist dann total schön, was sie da rauskriegen und das mögen die dann halt, ne? Und tatsächlich nichts dafür bekommen. Habe ich jetzt schon. Boah, nee, da kann ich jetzt doch, da kann ich durch. Es ist The Last Nothing Flowers. Das ist natürlich, wie es der Zufall will, genau in dem Moment läuft im Fernsehen auch ein Bericht darüber. Was haben wir hier drin? Ja, die einen haben zu viele Kissen, ihr habt zu viele Vasen. Vielleicht kommt jetzt noch jemand, der nur Bücherregale in seinem Haus hat. Wer weiß. Auch geil wäre es, wenn ich so ein Haus. Ach nee, war schon. Auch geil wäre es, wenn ich so ein Haus reingehe. Da sitzt dann einfach nur in der Mitte jemand auf dem Stuhl und guckt mich an. Das wäre ein bisschen gruselig. Es ist so heiß hier, Mann. Ich. Moment mal, gibt's überhaupt ein. Ah, okay, wollte ich schon sagen, hier gibt's ja ein Pokémon Center. Das wäre es ja gewesen, doch. Einmal mit Pokémon, danke. Dieser Mann, Roku. Ich habe gehört, er ist ein großartiger Trainer. Die Brook Cave. Oh, das heißt, wir können die Arena jetzt noch nicht sofort machen, weil der Arenaleiter gerade in der Höhle ist, oder was? Aber reingehen kann er schon mal. Geist-Pokémon. Ach, wie schade, dass ich ja jetzt gerade Biss habe als Attacke, ne? Hm, da kann ich ja fast nichts gegen ausrichten, gegen Geist-Pokémon. Scary shit is going on. Ich mag es, dass die Arenen auch komplett neu gemacht sind. Das finde ich toll. Gibt's hier auch einen Trainer irgendwo, oder? Ah, hier ist einer. Wow, was ist das? Verschwinde! Moment, du bist in einer Geisterarena als Trainer und dann bist du. Warum gibt's Exorzisten in der Geisterarena? Das ist ein bisschen unpassend. Egal. Das kann ein bisschen dauern jetzt wieder. Ach, ich hab. Nee, Quickattack bringt ja nichts. Oh nein, ich hab gesehen. Ich hab einen stärkeren Angriff als Schnabel und dann. Oh nein, der bringt ja gar nichts. Okay. Das geht übrigens auch, das Pokémon, möchte ich nebenbei anmerken. Also, ja. Ich meine, es ist ein Geist-Pokémon. Dass es gruselig aussehen soll, das ist auch eher. Logisch. Geil, meine kämpfende Krone hat gewonnen. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass nur meine Krone zu sehen ist. Wow, das war aber einiges hier. Nice. Ja, genau. Es geht einfach dann wieder ein bisschen nicht und wir werden dann hoffentlich auch jeden Trainer finden. Ich werde jeden Trainer bekämpfen, den es gibt. Logisch. Tja, ich hab dich. Oh, Gott.
Willen. Nur Geisteskranke schon wieder. What the f. Oh meine Güte. Wie geht's aber ab, du? Die Leute sind nicht gerade. Oh mein Gott. Ich mach das jetzt weiter. Ich will das jetzt trainieren, mein Pokémon. So weit wie es geht. Ich tausche beim nächsten Austausch. Keine Sorge. Ich werde jetzt hier nicht jedes Pokémon, der sich jetzt hier findet, mit Schnabel traktieren. Das wäre jetzt echt auch nicht in meinem Ermessen. Aber wenn es gerade funktioniert, dass ich dafür ein paar EP bekomme, dann warum nicht? Offensichtlich können wir ja nichts, sonst würden wir was machen. Nochmal 270, 13. Oh, oder ich lerne auch mit diesem Pokémon Flügelschlag und kann dann einfach weitermachen. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, möglichst viel Vielfalt haben. Ich habe zwar schon ein Flug-Pokémon, das ich trainiere, aber je mehr ich habe, die kampffähig sind quasi, die also bei einem Kampf auch was machen können, desto besser ist es. Habe ich mehr Coverage quasi, auch wenn es vom Typ gleich sein mag. Deswegen freut mich das, dass jetzt auch mein kleiner, ich habe immer noch keine Ahnung, welche Vogelart es jetzt genau ist, aber ich sag einfach, dass mein zweiter Vogel so gut mitmischt. Und das ist nochmal dann da das Genetz. Ja, ja. Auch wenn ich spanischen Ausdrücke muss ich mich gewinnen. Jetzt kommt aber gar keine mehr so richtig, oder? Eigentlich nicht. Mir ist jetzt in den letzten Parts, seit Part 5, den ich seit heute mache, hier, ist mir jetzt nichts Spanisches mehr aufgefallen. Doch, das spanische E bei einem Pokémon. Aber das war's, glaube ich, sogar. Cool. Ja, Flügelschlag wäre jetzt wieder einsatzbereit, aber warum einsetzen, wenn ich auch das machen kann? Oh, was ist passiert? Nein! Oh nein! Mehr Licht für mich. Geil. Ich hoffe, ich gehe nochmal zurück, weil ich nicht weiß, ob ich auf dem Weg Trainer ausgelaufen habe. Tut mir leid, aber ich bin sehr, sehr gründlich bei sowas. Es ist ein Hack, den werde ich nie wieder spielen. Das ist jetzt hier mein einmaliger Playthrough quasi und deswegen werde ich auch alles mitnehmen, was geht. Und ich glaube aber, hier gibt es nichts mehr. Toll. Dann haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Ist aber nicht so schlimm. Wir können die Bücher einfach durchspulen. Ne? Wie es aussieht, muss ich sowieso jeden Trainer mitnehmen. Hm. Falls das dann komisch klang, ich muss zwar aufstoßen. Der Geist meines toten Vaters ist hier oder so. Ach da, der Poké-Ninja. Da habe ich am Original Poké-Ninja aber besser gefallen. Und das Pokémon, nee, komm. Hier wiederum ist das echt nicht so schön, oder? Das ist wiederum nicht so schön, das Pokémon. Ich überlege auch gerade, was das für ein Pokémon ist, dieses Burr-Burr-Burr. Ich überlege, was war das? Was dieses Plug-Oink ist, weiß ich mittlerweile. Das war Fritzelblitz. Aber was war denn jetzt dieser Ruf hier? Was ist das? Ich komme gerade wieder nicht drauf. Hm. Jetzt überlege ich wieder die ganze Zeit, was ist das für ein Pokémon? Na toll. Achso, da kann man nicht durch. Und wir sind da. Ich habe nicht so viel Schaden davon getragen, das heißt, ich würde sogar sagen. Nee, komm. Ich bin nett zu meinem Pokémon. Wir geben ihm einen Trank. Wo ist er denn? Da ganz oben. Okay, dann ab die Post. Der Tod ist. Ach Gott, ist aber diese. Du bist ein Schamane. Den Sprite finde ich jetzt ein bisschen schlechter als den ersten, aber. Oh noch, okay, was ist das denn? Was ist denn das Genet? Vom Ruf her war es ein das Genet, das heißt. Die werden Flugattacken nicht viel bringen und ich muss mal ein bisschen auf Wasserattacken gehen, schätze ich. Ja, das war abzuwählen, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich hoffe, ich mache schon mal ein bisschen Startschaden jetzt. Au, 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 au. Nicht gut, nicht gut. Das ist ein sehr miserabler Anfang. Also bist auf jeden Fall langsamer und ich hoffe, du kriegst den Doppelkick mit.
Das ist auch noch ein Geist-Pokémon. Nein, ist das dumm. Ah, Biff. Ich war jetzt so in Nasgnet vertieft. Ich habe mir jetzt bloß Nasgnet vorgestellt, dass ich völlig ignoriert habe, dass das eine Geisterarena ist. Okay, passt schon. Zum Glück hat es gerade nur Nachtnebel eingesetzt. Ein Felswurf, nee, Steinwurf hätte wesentlich mehr verursacht an Schaden. Das war jetzt ein schöner One-Hit, gefällt mir. Achso, das war's schon. Ich habe irgendwie gedacht, er hat drei. Oh Gott. Na, dann war dein erstes ja noch schrecklicher, war dein erstes wirklich schrecklicher für mich als dein zweites Pokémon. Crossbash. Das dürfte wahrscheinlich nicht so spektakulär aussehen. Sieht wahrscheinlich einfach so ein, ja, Totenkreuz aus, ne? Das ist Protzer, was bei dieser Arena ziemlich komisch ist, denn das ist eine Kampfattacke und... Da war allein schon Fels kaputt. Ne, das ist nicht falsch. Ich wollte nur meine Ohren angucken. Oh, doch, ein buntes blaues Kreuz. Ich habe nicht gewusst, dass die Orden verschiedene Farben haben. Das ist natürlich dann wieder cool. Und ich will hier durchfahren. Habe ich eigentlich... Ah! Nee, ich hab gar nicht mal mit dem Trainer danach so geredet, ne? Ich vergesse immer mit dem Trainer danach noch zu sprechen. Die Texte, die danach sein, sind bestimmt auch noch ganz cool, aber nee. Nicht so wichtig. Was hast du jetzt nach meinem Sieg? Wow, wir haben es geschafft. Hä? Ich hab das ganz allein geschafft. Es tut dir noch so, als ob der mir irgendwie groß geholfen hat mit seinem Hinweis. Mann, das, dafür wirst du bezahlt, dass du deinen Job machst. Dass du mir ein paar Tipps gibst. Das musst du nicht sagen, boah, wir sind ein Team oder so. Finde ich auch irgendwie komisch, oder? Die Arena-Leiter stellen jemanden ein, damit der denen sagen kann, wie sie mich besiegen können. Oder wie ich sie besiegen kann, so rum. Das wäre ja noch schlimm. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, warum ich gerade so irritiert war? Jetzt nicht nur, weil was passiert ist. Ich habe in dem Moment, als dieses Handy angegangen ist, habe ich den Baum angeklickt. Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt irgendeinen Bug ausgelöst und ich klicke jetzt immer wieder den Baum an und irgendwas ist da kaputt. Ich weiß gerade nicht, was die mir sagen. Wer war das jetzt? Ach, das ist mein Professorin-Freund ist da. Und was machen die? What the? Boah. Ich hätte nicht sagen sollen, dass gerade kein Spanisch so ist in dem Spiel, ne? Gut. Der kommt aus Spanien, der Professor. Von daher weiß noch, was hier gut hier ist. Was ist das eigentlich immer? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Schauen wir mal. Hier. Was ist das? Ist das eine Herzschuppe? Und wieso haben wir hier einen Team Aqua-Rüpel, der lustige Musik hat? Gerade passieren schon wieder seltsame Dinge. Das ist doch ein Team Aqua-Rüpel, oder? Oder ist das jetzt die... Ach so. Nee, folgendes. Es gibt ja hier das neue Team Amber. Und deshalb wurden aus den Aqua-Rüpeln jetzt quasi Piratenleute als eigene Trainerklasse jetzt nochmal. Und das ist wieder mal nicht schön. Da bin ich ehrlich, wenn Pokémon scheiße aussehen, sage ich, die sind nicht schön. Aber das war wenigstens schnell zu besiegen. Das ist dann wieder Chrono. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis habe ich es schnell besiegt? Oh nein. Was mit dem Bett? Ich habe. Oh, okay, das soll wohl ein Hinweis darauf sein, dass hier ein paar... Ja, darauf müssen wir jetzt leider... Darauf müssen wir jetzt, damit müssen wir klarkommen, dass wir jetzt hier ein bisschen Giftzeug haben. Der sieht auch nice aus. Mag ich. Ich hoffe mal, dass... Das überlege ich. Ist es ratsam, das Gift jetzt... Ja, komm. Antidot. Haben wir nur einen Mal dabei. Ich hab doch hoffentlich Pyrsifbeere noch. Okay, drei Schaden sind mehr als vertretbar. Fünf Schaden war das, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil das fünf oder. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Nee. Er bewässert meine Krone, damit sie noch mehr glitzert.
Dann machen wir aber noch Tüte. Tschüss. Das sind diese unnötigen. Oh, mal auf. Okay, ja, die Wetteranimation wie das Sonnenlicht zum Beispiel, die kann man wegspulen. Ach nee, das fand jemand so lustig, diese Attacke von dem Pokémon. Jetzt habe ich das weggespult. Och nee, ist ja doof. Das fand jemand von meinen Zuschauern so lustig, wie das Pokémon Lebensula einsetzt und dabei so platt gedrückt wird quasi, wenn es nach unten geht. Und hier haben wir nochmal den Seeigel, der ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat. Zumindest sein Gesichtsausdruck lässt dies dann. Yay! Denselben Fehler einfach nochmal machen, weil man danach ist. Okay. Egal. Wir haben eine. Nee, warum soll ich. Ich kann doch einfach zurückgehen ins Pokémon Center. Das ist ja gleich hier. Ich bin die Schwester Joy. Hallo, meine Pokémon Nacke. Die hat ja auch sehr strenge Arbeitszeiten, deswegen wollen wir sie halt nicht so lange mit ihrem Job da konfrontieren und machen ihre Arbeit dann in wenigen Sekunden. Dann hat sie wieder mehr Freizeit.